gerade im Winter, wenn immer so kühl ist, obwohl das natürlich saugemütlich ist, ne? Dunkel, Schnee, kalt, ungemütlich. Und dann, wenn man dann frei hat und zu Hause ist, schön gemütlich sitzen in einer warmen Bude, wenn man sich die Heizung leisten kann, was bei mir auch fragt. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier auf dem Niemandsland. Und wir haben ja beim letzten Mal technische Probleme bekämpft. Nee, nicht bekämpft. Wir haben uns damit rumgeärgert. Ich habe noch nichts gemacht, weil ich habe jetzt einfach gesagt, komm, ich mache noch eine Folge. Aber es gilt nach wie vor, ja, ich werde mich darum kümmern, dass wir das mit der Gangschaltung da mal auf die Reihe kriegen, dass wir eine Regelung haben. Aber das soll jetzt nicht Thema sein, sondern ich habe ja jetzt hier die Sämaschine hingebracht, die gar nicht mal ganz voll ist. Und werde jetzt, ja, der Sprit wird ja wohl hoffentlich noch reichen. Machen wir den aus, hier mal umsteigen in den anderen, dass der schon mal loslegen kann, ne? So. Schmeiß ab. Genau. Nimm dir das Saatgut, was hier steht. Das ist jetzt nicht so viel. Oh, ich darf nicht vergessen, das umzustellen auf Sorghumhirse. Steht nämlich noch auf Hafer. Ja, 17 Uhr jetzt. Ich muss den Rückwärtsgang reinmachen. Das geht meistens gut. Oh, wenn das jetzt wieder losgeht, dann kotze ich ab. Ganz sachte. Ja, einfach mal ganz sachte die Leertaste gedrückt und siehe da, der Vorwärtsgang ist drin. Da bin ich ja so froh. So. Dann wollen wir mal loslegen hier und nicht vergessen umschalten. Hat man so schnell vergessen. So, Raps, Sojabohnen, Sorghumhirse. Die wollen wir hier drauf machen, ne? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich das gekalkt kriege, bevor der so weit ist. Aber bis dahin hat er längst, glaube ich, sein Saatgut rausgehauen. Ne? Runtersetzen. Und los. Was? Ach Gott, das können wir gar nicht. Mach mal aus. Das geht ja erst im April. Ist das so? Und da beeile ich mich hier so, das noch fertig zu kriegen. Was habe ich denn immer für einen Quatsch? Was habe ich immer falsch Mist im Kopf? Lass uns mal schnell gucken hier im Kalender. Sorghumhirse. Ja, ja. Geht erst im April. Ha! Ah, und ich hau da rein und beeile mich hier, wer weiß wie. Und na gut. Das war der Hafer, der schon im März kommt. Was war denn eigentlich noch im März? Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben. Ja, das waren die anderen, die auch im März gingen. Die Zuckerrüben, die haben wir ja gesetzt. Zuckerrohr, Baumwolle. Komm, wir machen Baumwolle. Da hätte ich echt mal Bock drauf. Aber wir brauchen Sorghumhirse für Futter. Das ist ganz wichtig. Ja, dann kann ich wieder wegfahren damit. Ah, Mann, ey. Ja, das ist schon so ein bisschen umfangreich. Das hat mir das eine oder andere einfach so aus dem Kopf heraus und dann wundere ich mich, ne? Komm, gibt Schlimmeres. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich muss sowieso tanken hier mit dem Trecker. Der ist sonst bald leer. Ich nehme die andere Sämaschine mit, tanke und mache die da voll. Und kaufe schon mal Saatgut. Und dann gehe ich das dann zwischendurch mit dem anderen Trecker mal abholen auch. Die kann ich ja nicht aufladen, wenn ich diese Säcke nehme. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich mach das so. Warum habe ich eigentlich die Sämaschine nicht da am Feld gelassen? Denn als nächstes brauchen wir die sowieso da. Macht aber nichts. Ich stelle die jetzt mal einfach dreist hier ab. Ist ja nicht ganz voll. Dann hole ich jetzt die andere. Und dann machen wir die erstmal voll. Und tanken den Trecker. Und dann müssen wir erstmal da fertig kalken. Und dann will ich heute nochmal gucken, eventuell Bienen anschaffen. Am liebsten will ich ja noch Schafe kaufen.
Schafstall aufstellen, aber es geht halt nicht. So, wir müssen rückwärts fahren. Oh, 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 oh. Der Rückwärtsgang ist drin. Ja, mit ganz viel Liebe und Gefühl. Wenn ich die Leertaste mehr streichel als drücke, dann. Ja. So unter dem Motto, was hast du eigentlich für Probleme gehabt? Das Ding ist ja voll. Sehe ich gerade. Guck mal. Der war ja voll. Okay. Ja, dann brauche ich das nicht. Dann mache ich das auch nicht mit dem Tanken. Ich dachte, der wäre leer. Warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht. Weil da die beiden Dinger standen, ne? Ah, steht auch noch auf Hafer. Das werde ich jetzt schon mal ändern. Ups. Sojabohnen. Sorghumhirse. So. Merkt ihr, ich weigere mich manchmal, das in diese Dinger, in diese Hallen rein zu rangieren, weil die wegen den mittenstehenden Säulen manchmal irgendwie fühlen die sich kacke an. So, schmeiß weg. Gut, und bleib hier stehen. Dann machen wir erstmal fertig hier, ne? Ja. Kalk, wir müssen mal Kalk holen gehen. Ich könnte ja sagen, okay, ich gehe den Kalk mit dem anderen Trecker holen, aber das langsame Gefahren und wenn der dann voll ist hier, weiß ich nicht, ob der den ziehen kann. Ich muss nur dran denken, bevor ich größere Aufgaben mache mit dem kleinen Trecker, sollte ich den tanken. Sonst bleibt der mir irgendwann stehen. So, der ist leer. Ich habe nirgendwo mehr Kalk rumstehen. Das war alles, ja, sonst wäre der ja auch voll gewesen. Dann fahren wir halt mit dem runter. Wir kommen nicht drum rum, runterzufahren. Den packe ich auch ganz voll. Notfalls kann man das Kalk ja an der Seite lagern. Wir haben hier jetzt wieder ein bisschen Kapazitäten, um Paletten in der Gegend rumzustellen. Wo ist die Straße? Hier, ne? Jo. Ach ja. Ja, Bienen kaufen. Bakersfield muss auch mal was gemacht werden, aber eigentlich scheue ich das. Ich will doch einen Drähmescher kaufen. Und die sind so teuer. Und dann will ich auch einen großen, richtig fettes Ding. Was ich sowieso immer wieder vergesse, ist mal da nach den Angeboten zu gucken. Die haben ja da auch eine Seite, wo so preisreduzierte Fahrzeuge und Geräte zu finden sind. Ich meine, ich habe da ab und zu mal reingeguckt, aber immer waren das nur irgendwelche Geräte, die ich so überhaupt nicht gebrauchen kann. Trotzdem sollte man mal gucken. Aber das Problem ist ja, wenn man dann endlich das Geld zusammen hat für einen großen Mähdrescher, dann ist gerade keiner im Angebot. Und wenn da mal einer im Angebot ist, wenn man da gerade keinen hat. Oder kurz nachdem man einen gekauft hat. Ja, ist doch so. Ist doch immer so. Ja, die Sonne steht schon tief. Trotz halber Zeit. Da dauert jetzt der Drittelmonat. Der erste Drittelmonat vom März länger als ein echter Drittelmonat, ne? So. Muss ich den tanken? Pff, nee, eigentlich nicht. Kann ich ja, wenn ich schon mal hier bin. Jetzt hat er wieder die andere Anzeige. Geht's denn? Ah ja. Geht. Gut. Bin schon fast geneigt zu sagen, komm, ich mach mal schon Licht an. So, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Wie viel ging da noch mal rein? Oh, ich habe das schon wieder vergessen. Ne? Ah, ich kann mir das nicht merken. Als wenn das so schwer wäre. Hier meinte ich, ne? Warte mal, wo war das? Hier. Ne? Was haben wir denn da? Was auch immer das ist. Ein Nordstern HK25, mein Gott. Ach, das ist ein Grubber. Mhm. Schwader. Okay. Einzelkorn-Sägeräte. Guck mal hier. Da ist das aber John Deere. Ne, guck mal, kostet nur die Hälfte. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine. Oh, den könnte ich mir sogar leisten. Aber da.
Jetzt haben wir einen drin. Jetzt haben wir aber das Geld nicht. Und wenn ich das Geld habe, dann ist der nicht mehr drin. Aber einen John Deere wollte ich eigentlich nicht kaufen. Und mit den Ketten, das ist auch immer so eine Sache. Aber das wäre ja. Oh, das. Zeig mal. Guck mal. Wie ist der eigentlich so innen? Kann man jetzt so schlecht gucken. Man kann jetzt nicht wie im Eurotruck-Simulator sagen, komm, lass mich mal reinsetzen. Weil die sind da ja auch so ein bisschen unterschiedlich, ne? Aber so was müssen wir natürlich auch mal haben irgendwann. Ist auch gut für Ernte von großen Feldern, wenn man dann so einen großen Hänger dafür hat. Ja. Felgenfarbe. Die Farbe lässt sich nicht ändern. Eigentlich schade, ne? Aber das ist eine schöne Farbe. Gott sei Dank. Naja, gut. Ist jetzt nicht Thema. Also, das. Aber da müsste ich öfter mal reingucken, tatsächlich. Wirklich. So. Big Packs. Kalk. Das sind immer 2000 Liter. Ich meine, gut, sonst muss ich das eben später holen. Dann machen wir eben so ein Andrina-mäßiges. Wir lassen das einfach rumstehen. Obwohl, es ist ja längst nicht mehr so schlimm. Ich habe auch nicht immer die Zeit, immer alles zu gucken, wie es dazu entwickelt, da mit den beiden verrückten Hühnern da. Ach ja. Ja. Jetzt kann ich hier aber nicht. Doch, kann ich. Zwei, drei, vier. Das wären dann schon. Was immer zweite? 8000 Liter. Ich glaube 16.000. Gehen die rein? Ich weiß das nicht mehr. Ich nehme erstmal hier die 16.000. So. Ich denke mal, da kriegen wir den Rappel voll mit. So. Na, 12. 14%. Ja. Mal sehen. Jetzt müsste ich rechnen, aber da habe ich jetzt keine Lust. So, jetzt haben wir dann 28%. Da wird was überbleiben. Aber nicht viel. Wenn wir dann fertig sind mit dem Kalken, können wir ja den Rest holen und haben ein ziemlich volles Ding dann zu Hause stehen. Ist auch okay. Oder? Naja, das geht jetzt über 50, ne? Ja, dann bleibt was stehen. Obwohl nur einer. Ja. Den können wir jetzt nur ankratzen. Macht er das nicht? 14.099%. Ich hätte ja ganz gerne 100% gefüllt, aber das. Nee. 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 Ja, gut. Geht jetzt von alleine zu. Ja. Okay. Also ein Säckelchen haben wir da noch stehen. Haben wir dafür 14.000 Liter Kalk hier drin. Ja, und da habe ich natürlich dann den Verdacht, dass der kleine Trecker mit einem ganz vollen Kalkanhänger sich hier schwer tun würde. Dann sind wir die ganze Folge unterwegs, um zurückzufahren, wenn das überhaupt geht. Tut ja auch nicht Not. Soll ich eigentlich hier auf dieser Seite auch nochmal diese beiden ja, Stadteingangs- oder Ortseingangstürme hinstellen, so wie sie da hinten stehen? Hier auch nochmal welche, so an der ersten Kreuzung oder so? Oder ist das Blödsinn? Ich weiß gar nicht, waren die teuer? Ich glaube, die waren gar nicht so teuer, ne? Naja. Kann man ja nochmal drüber schlafen. Apropos schlafen. Irgendwann sollten wir vielleicht mal den. Nach wie vor gruselig. Habt ihr gehört, ne? Werwölfchen. Jault. Ja, irgendwann sollte man vielleicht mal Feierabend machen. Deswegen hören wir den auch so selten, ne? Weil halt immer meistens so abends um die Zeit ist. Und ich habe ja immer meistens sehr früh Feierabend gemacht. Aber warum fahre ich denn eigentlich hier hinten durch?
Ich muss doch zum Feld. Dann fahre ich jetzt hier rum. Ich fahre da jetzt drüber. Wo haben wir denn aufgehört? Ah, da drüben. Ich sehe es schon. Ah, jetzt sind die Schatten schon lang. Ich könnte ja jetzt sagen, komm, machen wir morgen weiter. Weil wir ja sowieso erst im April hier die Sorghum hier so draufpacken können. Na? So, gucken wir, können wir jetzt hier so auf die Spitze treiben. So. Und dann geht's weiter hier. Ich meine, das könnte ich auch einen Helfer machen lassen, aber ganz ehrlich, also so breite Spuren, das mache ich doch einfach selber eben. Also so viel ist das nicht. Ein bisschen was muss man ja auch mal selber machen. Ah nein! Das machen die Helfer aber glaube ich nicht. Die lassen höchstens schon mal an den Rändern da was stehen, ne? So Spalten. Riechbare Spalten. Komme ich nicht drauf klar. Das verfolgt mich jetzt schon länger. Die Manu guckt ja meine Folgen nicht, sonst würde die jedes Mal die Nase rümpfen und sagen, ja, ich weiß. Na. So. Auch mal wieder ein bisschen Feldarbeit machen. Wieso nicht? Die mache ich ja eigentlich auch ordentlich viel, aber nicht im Video. Aber da müsst ihr jetzt durch. Wird jetzt gemacht hier. Und dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall noch, das können wir ja da unterbrechen für, ich wollte noch mal Bienen anschauen. Ich glaube, die waren auch ziemlich teuer, ne? Und die Kohle geht so weg, ey. Ja, aber das liegt da vor allem daran, dass ich alles an einem Tag mache, ne? Weil das Windrad, das bringt ja eigentlich auch Geld rein, aber nicht, wenn ich die Zeit quasi stoppe. Dann natürlich nicht. Ah, ja. Tank ist voll. Und dann wollen wir auf jeden Fall mal die Karre waschen hier. Ja, das würde ich machen, ne? Wenn ich da Kalk drin hätte und nur so eine Plane drüber hätte, dann würde ich mit so einem Kercher da dran gehen und dann alles nass spritzen. Am besten, dass der Kalk auch schön nass wird da drin. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Und jetzt habe ich da so ein Ötzelchen gelassen, wie ich das hasse. Ich hasse diese Ötzelchen. Weißt du, der Helfer würde den Scheiß so nicht machen. Ich kann das nicht ab. Das muss weg. Das muss weg. Tut mir leid, aber das tut mir einfach weh sonst. So, und da hinten das gleich auch. Dann haben wir es gleich richtig gemacht. Ja, ist auch langsam ein bisschen bergauf und dann dieses Feld und dann die Karre so voll. Oh, ja, schon fast 20% rausgepackt. Kalk ist ja nicht so teuer, aber letztendlich dann doch, weil das immer relativ schnell rausgerotzt ist. So. Und nochmal die Richtung. Ist ja egal. Gut treffen. Ich glaube, hier sind wir ganz gut damit bei. Sonst machen wir die nächsten Streifen schon wieder. So. Das nächste große Feld ist damit angelegt. Ich hoffe ja, wenn wir hier die Sorghumhirse draufpacken und im Sommer dann ernten, dass dann ganz bequem alle Hühner und Pferde genug zu fressen haben bis zur nächsten Ernte im nächsten Jahr. Ja. Hoffen, ne? Ich finde das auch mal ganz interessant jetzt.
so mal den Tag länger zu machen, auch mal ein bisschen in den Abend reinzuarbeiten. Was ich nicht so gerne mache, gerade in Videos nicht, so beim, wenn ich selber spiele, geht's. Aber ist nachts zu arbeiten. Man sieht wenig, obwohl die Lampen ja schon recht gut sind. Aber so im Dunkeln, gerade wo ja YouTube die Videos auch noch mal ein bisschen weiter dunkel macht, habe ich sonst immer so ein bisschen Sorge, dass das dann so ein Hörspiel wird, ne? Was ich ja nicht möchte. Und ihr auch nicht, vermute ich. Ab und zu kann es mal Momente geben, dass man auch mal die Nacht sieht, ja klar, aber jetzt so, was weiß ich, eine ganze Folge in der Nacht irgendwie Erntearbeiten oder so machen, wo man dann nur so ein paar Funzeln leuchten sieht, weiß ich nicht. Ist auch nicht so für das Gemüt. Gerade jetzt, wo ja auch tatsächlich real die dunklere Jahreszeit wieder so langsam herbeigekrabbelt kommt. Tja. Ist halt ganz schön, wenn man dann so im Spiel dann nochmal mehr Licht hat, ne? Ist ja mehr, viel mehr dunkel als hell im Winter. Deswegen habe ich auch vor, ich denke mal, spätestens so in der Vorweihnachtszeit könnte ich mir vorstellen, dass ich mal eine Staffel anfange mit Stranded Deep. Da ist immer, ja nicht immer, da gibt es auch diese Unwetter, aber sonst schönes Wetter. Also da, wenn da nicht irgendwas anders dazwischen kommt, könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas mache. Gerade im Winter, wenn immer so kühl ist, obwohl das natürlich saugemütlich ist, ne? Dunkel, Schnee, kalt, ungemütlich. Und dann, wenn man dann frei hat und zu Hause ist, schön gemütlich sitzen in einer warmen Bude, wenn man sich die Heizung leisten kann, was bei mir auch fraglich ist, mit 125% Erhöhung, die sie mir erstmal drauf gebrummt haben, aber ist ein anderes Thema. Ja, dann schön beim Kaffee, bei Kerzenlicht, mit einem Lebkuchen, gibt es was Schöneres, ne? Aber dann ist es natürlich auch passend, wie ich finde, wenn man sagt, so, jetzt machen wir hier schön so ein Spiel, wo die Sonne scheint. Sei es jetzt Landwirtschaftssimulator, wo man im Sommer erntet, auf dem Feld ist, was so gar nicht passt in die Winterzeit eigentlich, ganz kontrastreich ist. Das sind so die Dinge. Die Nicole, die hat immer gesagt, mein Gott, du musst immer nur bei Sonnenschein im Hellen spielen und so. Ja, weil meine Seele braucht das einfach. Na, so ein typisches Zombie-Survival-Spiel. Mein DayZ ist ja jetzt ein bisschen anders, aber zum Beispiel, Seven Days, ne? Aber DayZ oder auch Scum, oh, wenn das dann so im Dunkeln ist und dann die Nacht so lange ist und ich bin die ganze Zeit nur in der Nacht unterwegs und sitze hier womöglich in der Realität im Winter, wo auch alles duster ist, da werde ich depressiv. Also, ne. Ich brauche dann immer so wenigstens da dann viel Sonnenschein. So, was haben wir denn noch drin? Gut die Hälfte. Ja. Naja. Kriegen wir doch. Schaffen wir. Die Dame, die immer gesagt hat, wir schaffen das, die hat es jetzt auch geschafft. Die hat die Schäfchen im Trocknen und denkt sich, da bin ich ja gerade noch rechtzeitig abgehauen. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Ja. Ach ja. Na, wie viele Reihen werden es noch? Ich würde mal sagen 3. Mit 2 wird das nicht reichen, oder doch? Ah, ich weiß nicht. Aber ich meine, die Füllung müsste womöglich ausreichen. Ne? Die Frage ist dann, düse ich dann eben den Rest holen oder lasse ich das einfach da rumstehen? Könnte ich eigentlich eben fahren, den Rest da holen noch, ne? Ich höre euch jetzt sagen, macht das doch zwischen den Folgen, da müssen wir doch nicht mit. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht doch. Ja, doch, das kriegen wir mit der nächsten Reihe dann. Und von der Menge her klappt das auch noch. Dann saus ich eben, hol das. Und dann wird der noch geputzt, der Anhänger. Und dann kann der wieder in die Garage. Ja. Und dann machen wir Feierabend. Und dann können wir quasi schon bis in den April springen oder so, ne? Ja.
Das heißt also, ich hätte das gar nicht machen brauchen. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, wenn wir nachher Feierabend machen und in die Mitte des März springen, mit dem zweiten Märztag, dass wir dann schon spritzen können, weil sich der Hafer schon blicken lässt. Zumindest zum Teil, ne? Ja, oh, da müssen die ganzen Felder spritzen. Puh! Naja. So ein Bauernhof ist ja schließlich kein Ponyhof, ne? Da wird geklotzt und geschlabbert. So. Den kriegen wir doch jetzt mit einem Rutsch hier. Na, das soll wohl. Ah ja. Bequem. Kommt sogar gut aus. Ist immer doof, wenn so ein kleiner Streifen stehen bleibt, dass man so viel vergeuden muss. Aber das kommt doch ganz gut aus hier. Ja, ist schon nicht klein, das Feld. Das machen wir dann nicht. Ich wollte eigentlich zwischendurch unterbrechen und mal mich um die Bienen kümmern, aber das können wir machen, jetzt wenn wir die Reihe voll haben. Gucken wir mal. Ja, ich denke mal, ich möchte das nur so machen, deswegen werde ich vielleicht den Trecker da mal so ein bisschen hinstellen, dass da die Bienen stehen. Ich denke mal, der eine Platz, wo sich der Honig sammelt, gilt dann auch für die, ne? Muss ich ja nicht für jeden extra einen haben. Ich habe da keine, nicht viel Erfahrung mit den Bienen. Also der eine Bienenstock, den ich da stehen habe, ist der einzige, den ich jemals bisher überhaupt hatte, glaube ich. Na, deswegen, aber denke mal, das geht schon. Sonst werde ich das merken. Und fertig. Und wir müssen auch nichts mehr nachötzeln hier, weil wir das gerade schon schön brav gemacht haben. Siehst du wohl. So. Und jetzt stelle ich den Trecker mal hier in den Gang. Ja, ein bisschen weiter unten. Na, hier müssten wir auf jeden Fall noch so wenigstens am Feld vorbeifahren können. So. Bleib jetzt hier mal stehen. Mache auch den Motor aus. Und jetzt sagen wir mal hier, klappe mal eben den Laptop auf. Den habe ich hier nämlich im Trecker. Da klappe ich mal auf und dann gucken wir mal. Und lassen uns mal was liefern. Wie war das noch hier? Bauen. Tiere. Bienen. Boah, die Preise. Den haben wir, ne? Für 4,4. Jetzt hier so einen ganz fetten kaufen würde, ne? Guck mal, wenn ich den jetzt... Ich will mal ein bisschen gucken. Ne, andersrum. Wie sieht das von vorne aus? Ach, guck so. Wenn ich den jetzt so hier hinstellen würde, könnte man ja auch mit einem Trecker, mit einem Arbeitsgerät gut über das Feld fahren. Und hinten hinter könnte man mit dem Trecker noch vorbeifahren, ohne über das Feld fahren zu müssen. Bams! Was ein Lärm. Wupp. Gucken wir mal. An der Palettenstation. 150 Meter. Was ist das denn? Bereich? Bereich 150 Meter. Was bedeutet das? Ist das die Reichweite, wie weit der... Einfluss hat auf den Ertrag? Keine Ahnung. Wer da genaueres weiß, gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da nicht so aus, was dieser Bereich bedeutet hier. Und ob quasi jetzt das ganze Feld dadurch besseren Ertrag bringen kann, weil die sind, oder ob das so ist, dass ich da... um jetzt das ganze Feld mit Honig- oder Bienenhilfe besser machen kann, da ich da vielleicht hinten auch noch welche hinstellen müsste oder so. Naja, jetzt sind die erstmal da und das ist gut so. Jetzt sind wir schon bald wieder unter dem sechsstelligen Betrag mit der Kohle. Oje, oje, oje. Gleich, das ist der größte, ne? Der größte Bienenäumel. Da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr Honig. Ja, ich habe ja den Kuchen noch in der Halle stehen. Der müsste vielleicht auch... Das könnte man eigentlich in der Mitte März machen. Mitte und Ende März den Kuchen da mal wegpacken und so.
Ja. Ah. Ich muss jetzt nicht weiter jedes Mal hier rausspringen, den Hubschrauber gucken, aber ich gucke immer so gerne. Da ist er. Hallo Wolfi. Ich würde sagen, wir machen Feierabend, oder? Und dann fahre ich morgen den letzten Kalk holen. Naja, jetzt ist genug. Jetzt ist Feierabend angesagt. Genau. Ich drehe schon mal den Trecker um, dass ich dann morgen früh sofort los kann. Hier parken wir den so lange hin. So. Gut. Ne, da haben wir ja noch den Kuchen da hinten drin. Ich will mal eben nach der Milch gucken hier. Milch? Wie viel ist drin? Milch. 18,6. Da wird morgen dann ja, ne? Mehr sein, ne? Hier haben wir die Butter. Ach so, warte mal. Wie ist denn hier? Butter 6,7. Da geht auch nicht viel rein. Obwohl, das kleine Ötzelchen müsste ja da reingehen. Aber das kann ich nicht. Geht nicht. Oh, kann ich nicht die einzelnen Kisten hier rübertragen und da reinschmeißen? Hier ist nämlich ein Loch, ein unsichtbares Loch im Boden. Oh, nee, geht nicht. Regeln. Ist so. Ja gut, dann mache ich jetzt Feierabend. Und dann geht es hier an der Stelle morgen weiter. Wir müssen ja den restlichen Kalk holen. Das mache ich dann. Du musst da nicht wieder mitfahren. Ne? Das mache ich selber. Zwischenerfolge. Das mache ich zwischen der Folge, denke ich mal. Aber ich mache jetzt auch Feierabend. Sind jetzt 3 Folgen, die ich aufgenommen habe, soll reichen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Nächste Mal geht es dann, also morgen geht es dann hier weiter, dass wir noch ein bisschen Aufräumarbeiten machen. Und ja, das mit dem Kalken haben wir ja fertig. Das Kalkul mache ich zwischendurch. Ein bisschen Paletten wegräumen und so. Ein bisschen die Bienen nochmal angucken. Vielleicht, ob da dann schon was dazukommt. Und die Milch testen. Solche Sachen eben. Dass wir dann bald April haben und die Sorghumhirse rausbringen können. Und müssen wir mal sehen, ob wir jetzt im März auch schon spritzen können. Ich denke mal, sehr bald wird sich der Hafer blicken lassen. So, genug gequatscht. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil and the earth is to forget ourselves. Well, maybe some have. But a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance.